Ja, willkommen zum Fix It Monday. Da schauen wir uns jeden Montag einen typischen Fehler an. Dieses Mal wieder aus dem Wing Chun. Es geht darum, um den Faustschluss in Wendung. Also wenn wir hier so in die Wendung gehen, wir machen hier einen Faustschluss von der Seite. Und da machen viele Anfänger den Fehler, dass sie sich zurücklehnen. Aber wenn ich das mache, dann würde ich meinen Gegner gar nicht treffen. Weil zum Beispiel, es kommt jemand auf mich zu, habe hier meine Hände nach vorne geworfen, er drückt mich hier ein, ich muss einen Tanzer machen und wenn ich mich jetzt hier zurücklehne, treffe ich ihn gar nicht. Das heißt, ich habe beim Angriff, beim Faustschluss immer diesen Vorwärtsdrang. Setze mich also so rein und lehne mich nicht zurück. Und das schauen wir uns kurz mit Trainingspartnern an. Ja, jetzt kurz zur genaueren Veranschauung. Wenn ich das natürlich anwendungsmäßig trainiere, habe ich einen Fuß vorne und stehe nicht im Iras. Also ich stehe hier, habe eine Hand vorne, er greift an, schlägt hier zum Kinn, geht nach vor. Ich mache hier meine Wendung. Gebe hier nach mit Tanzer und Faustschuss. Und hier habe ich wirklich diese Vorwärtsneigung. Das heißt, ich mache nicht das, dass ich mich hier zurücklehne, dann würde ich ihn gar nicht treffen, er kommt sicher gleich mit der anderen Faust, schlägt mich K.O. Das heißt, wenn er hier kommt, das ist hier mein Angriff. Dann kommt die andere Hand wahrscheinlich gar nicht, beziehungsweise ich kann hier gleich nachgehen. Andere Seite genauso, er kommt hier, Faustschuss hier von vorne. Ich lehne mich nicht so zurück. Da fehlt mir extrem viel Reichweite und er könnte schon wieder zuschlagen. So ganz, ganz wichtig. So, wenn man das trainiert, zum Beispiel an einem Warnsack, kann man sich ja schön selbst kontrollieren. Wenn man hier von dieser Distanz zuschlägt, hier ist der Warnsack, ist natürlich der Arm noch nicht ganz gestreckt und mache meine Kettenvorstöße. Wenn ich hier von der Seite schlage, muss ich genauso noch treffen. Wenn ich nicht mehr treffe, beziehungsweise nur dann, wenn meine Hand ausgestreckt ist, dann weiß ich, dass ich mich hier zu viel zurücklehne.